Prototyp. Ich weiß, wovon ich rede. Vertrieben werden selbst, wenn man längst vertrieben wurde. Ich trag mein Vaterland im Herzen, Baba. Ich leg das Tuch, das du so liebst, unter die Schultern, Baba. Du weißt schon, das Karierte mit einer leichten Prise Rosenwasser. Ja, ich wasche deinen Narben, übersäten Körper, Baba. Ich soll dich küssen auf die Stirn, Stirn. Ich hab's versprochen, denn sie liebt dich, Baba. Du weißt schon, wen ich mein, denn keiner liebt dich mehr als unsere Mama. Meine Geschwister warten oben, du wirst weinen, Baba. Sie warten ganz bestimmt da oben, geh umarme sie. Die ganzen Nachbarskinder schreien, dass Gott der Größte ist. Ich wärm noch einmal deine Hände, Baba, Baba. Gott, gib uns Kraft, bevor wir dich in weiße Tücher wickeln. Will ich das allerletzte Mal deinen Kopf an meinen drücken. Mit vollem Stolz erweise ich dir die letzte Ehre, Baba. Ich schwör auf alles, was mir heilig ist, wir lieben dich. Warum musstest du schon gehen? Warum lässt du mich allein? Unser Ziel ist nicht der Tod, unser Schmerz ist grenzenlos. Ich hab euch ab als Märtyrer, doch ihr nennt ihn Terrorist, Terrorist. Warum lässt du mich allein? Nur weil er Muslim ist und ihn ne Kugel trifft. Das sind Geschichten aus dem tiefsten Herzen voller Stil. Voller Stil, voller Stil, voller Stil. Ich weiß, wovon ich rede, ich räum die Trümmer nun beiseite. Warte, ich find dich, Mama. Mir bleibt keine Zeit zum Trauern, wahibig, Mama. Muss mir vertrauen, ich geb alles, was ich habe, denn du bist mir heilig, bist die wunderschönste Frau der Welt. All die Fremden werden Brüder, weil hier jeder hilft. Geliebte Mutter, ich verzweifle, denn du bist so still. Mama, du bist der Grund, warum ich leben will. Ich kann's verstehen, wenn du nach oben zu meinem Vater willst. Und da liegst du mit dem staubbedeckten Kopf, doch Mama. Fall auf die Knie und küsst dir mehrmals deine Füße, Mama. Die ganzen Nachbarskinder schreien, dass Gott der Größte ist. Ich wärm noch einmal deine Hände, Mama. Gott, Mama. Gib uns Kraft, bevor wir dich in weiße Tücher wickeln. Will ich das allerletzte Mal deinen Kopf an meinen drücken. Mit vollem Stolz erweise ich dir die letzte Ehre, Mama. Ich schwör auf alles, was mir heilig ist, wir lieben dich. Warum musstest du schon gehen? Warum lässt du mich allein? Unser Ziel ist nicht der Tod, unser Schmerz ist grenzenlos. Ich hab euch ab als Märtyrer, doch ihr nennt ihn Terrorist, Terrorist. Warum lässt du mich allein? Nur weil er Muslim ist und ihn ne Kugel trifft. Das sind Geschichten aus dem tiefsten Herzen voller Stil. Menschen, die ehrenvoll sterben, werden systematisch abgestempelt als Terrorist. 99% der Menschen in Vollastin sterben unbewaffnet. Sie führen keinen Krieg. Sie kämpfen lediglich ums Überleben. Letztendlich sind sie dort alle auf sich allein gestellt und eingepfercht auf engstem Raum. Mütter verlieren ihre Söhne, weil sie mit Steinen gegen gepanzerte Autos werfen. Väter werden grundlos eingesperrt und von ihren herzgeliebten Familien weggerissen. Nicht jeder, der auf diesem heiligen Boden stirbt, ist ein Terrorist. Im Gegenteil, viele haben ihr Herz am rechten Fleck und nur diese eine vom Herzen gelenkte Absicht. Gerechtigkeit. Freiheit. Freiheit.